ich spiele gegen Havelze und ja, schön, dass du wieder dabei bist, unser Quiet-Geo, der Club-Karriere, aber naja. So, gut, der ist verlängert. Und dann schauen wir mal, wie es heute weitergeht mit der nächsten Video. Danach kommt Osnabrück, also das geht gerade Schlag an Schlag. Schlag auf Schlag. Und wir müssen irgendwie mal so ein bisschen in die Spur kommen. Du hast jedes Mal momentan so blöde Dinger da hinten drin, so blöde Fehler. Gut, dann geht's weiter jetzt mit dem nächsten Spiel. Na dann, auf geht's. Ja, ich weiß nicht, wie weit wir langsam irgendwann in. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn 4 Tore aus den letzten 3 Spielen sprechen für sich. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen in der HDI Arena. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung, liebe Zuschauer. Ihre Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv. Das ist ja ein Freundschaftsspiel, ja. Das ist knallhart gerade, so ein bisschen Überlebenskampf, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen, das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Ja, wir müssen. So werden die Gastgeber beginnen. Sie entscheiden sich für ein 3-5-2. So. Das ist natürlich eine Taktik, mit der du viele Varianten für den Spielaufbau hast, viele Optionen. Du bist kaum ausrechenbar. Mal gucken, was das neue System bringt. Die Niederlagen jetzt gegen 60. Gut, gegen 60, okay, kann man verlieren, aber Freiburg war halt ein bisschen unnötig. Es gibt Elfmeter. Och Mann, du bist schon wieder so ein Fuß, glattrot aufgefallen. Ja. Das ist natürlich so früh im Spiel ein echter Schlag. Du bist da 3 Minuten schon einmal weniger und liegst wahrscheinlich jetzt schon wieder zurück in einem eigentlich richtungsweisenden Spiel. Vielleicht. Ja. Nein, nein, Pfosten. Ich bleib dabei. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Die Riesenchance. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. So, mal gucken, was jetzt die zweite Halbzeit. Ja, es ist, ich muss ja schon wieder wechseln. Nee, nach nicht mal ganz 5 Minuten. So, oh Gott, das ist gerade schon wieder. Geht schon wieder gut los. So, Spätbus rein. Der eigentlich aussortiert war. Aber es wird jetzt die Auswechslung geben. Der Kapitän muss runter. Um wieder hinten rechts Ecke zuzukriegen. Kommt's. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Thank you.
Vielleicht die Führung jetzt. Das hätte gefährlich werden können. Nein, aber diesmal ist nichts passiert. Die Villains geben den Ballbesitz ab. Dafür hast du eine riesige Chance. Du kriegst momentan echt einen hintereinander. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schwer ist gerade. Wilkins. Mit Tempo Ball über die Seite. Da zum wenig die Präzision gefällt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Gibt jetzt Einwurf. Ja, klar. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Schöner Ball geholt wieder. Genau bei diesem Steilpass. Ball ist weg. Mein lieber Schwarz, das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben, aber es ist gut gegangen. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Ja, bin der Gesundheit ganz mit dir. Klar, die es erste. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Das ist so ein Spieler, da hoffen alle, dass er auch bei seiner letzten Karrierestation nochmal glänzen kann. Ich glaube, danach wird Schluss sein. Wer kennt's? Angriff hier vor den Willens. Und da werden sie doch noch gestört. Leider, dann doch noch der im letzten Moment gestört. Und Boxer. Ja, super klar. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Schöne Aktion. Die Bestagen maximal, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Die wollte ich verhindern, aber die wollte ich dann jetzt doch noch. Ecke. Einmal. Ja, aber Gott sei Dank, weil der Spieler von den Havels noch dran war. Das ist so die Nahen zwar. Also immer mal wieder. Also wir kriegen zwar unsere Situation, aber so wirklich. Das könnte die Gelegenheit geben. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart. Ah, nimm ihn doch nicht weg. Meier. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Lange Flanke. Flanke zu ungenau. So hat sie der Torwart. Er geht energisch dazwischen. Ach Mann, da war noch einer Federer-Fischer dabei gewesen. Ein Team mit entscheidenden. Also 19-0 der Pausenstand. Ja, es ist nicht ganz. Ja, es ist ein cooles Spiel. Ein gutes Spiel eigentlich. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Schwarz. Gute Chance für eine Flanke. Gute Aktion. Ball ist raus.
Die Chance auf den Konter. Weiter gefährlich hier. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, dann hast du es als Mannschaft schwer. Nehmen wir auch am aktuellen Ergebnis bisher nur Remi. Ja, 0-0, aber das ist auch schwierig, wenn du da kaum noch wirklich Bälle kriegst da vorne. Chance zur Flanke jetzt. Jetzt der Schuss. Toll geblockt. Scheiße, letzte Sekunde kriegst du immer wieder noch einen geblockt. Jetzt die Flanke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Ecke. Partie ist unterbrochen. Es gibt voll. Einwurf. Ja, gut, da war auf Meier. Meier. Sie können es machen. Er kann abwehren. Das ist doch nicht so wahr. Zweimal hätte er Weltklasse. Also erst der erste natürlich, auf dieser Flanke. Und dann haut er den um. Dann doch nicht. Jetzt die Ecke. Da kann er klären, gut aufgepasst. Jetzt gibt's Abstoß. Also was muss das 0-1 eigentlich sein? Lass mal eine Faustdicke über. Das war eine riesen Chance. Sie suchen nach der Lücke, der muss die Abwehr aufpassen. Die Flanke jetzt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ah, ich hab den einfach besser. Klasse Pass. Und gibt's jetzt die Führung. Das ist doch nicht mal der Fall, schon wieder Elfmeter. Also wenn Sie das Ding hier heute verlieren, dürfen Sie sich nicht wundern. So darf man im Strafraum nicht agieren. Da zeigt er den kein drüber. Tor. Drüber. Auch haben sie verschießt den zweiten. Glück gehabt. Glück gehabt. Er holt sich den Ball. Schwarz. Ja, das sieht gut aus. Hereingabe in die Mitte. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Also, das ist nicht hier so ein typisches 0-0-Spiel, das ist einfach eine Chance. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zum Spielen. Schaffen Sie hier noch den Sieg? Ernsthaft, der spielt der Gritsch hat dann eingenommen. Er hat Platz zum Flanken. So, die Chance jetzt. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Wenn man bedenkt, dass er noch 3 Minuten schon mit einem weniger läuft. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Mal gucken. Tor! Wir sind nur noch zu 10, aber jetzt sind sie vorne. Da ist das Tor 1-0, klasse Aktion. Yes. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielt sie zurück. Man muss bedenken, haben sie 2 Elfmeter verschossen. Und ihr haut dann hat die riesen Chance in die Verwirrung, wo ihr Kipper zweimal hält und diesmal macht er. Marie, der zweite Saisontreffer. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Marius, Marie. Gerade ist frisch gekommen, zweites Spiel, zweites Tor. Nachher beim 1-2 gegen Freiburg. Und trifft jetzt auch in Havitzer. Ja. Führung für die Willets, das Spiegel weiter. Na, mal gucken. Sind es weiterhin 3 Punkte? Das wären ganz, ganz wichtige 3 Punkte vor allen Dingen, aber gucken. So, rüber. Sieht ja noch nicht völlig schön. Die passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Sie machen zu. Das ist nicht wahr. Der nimmt mir den nächsten. Ey, für jede Scheiße gibt es mehr. Wenn du dir jedes Mal wieder selbst schadest. Das ist so geil.
Danke, Schiedsrichter. 3 Elfmeter hat er gegen mich getroffen. Jede Menge Selbstbewusstsein bei diesem Elfmeter. Oben in den Winkel. Wir sehen es hier nochmal. Präziser geht's nicht. Einseits wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Es gibt hier Einwurf. Ja, tritt zu, kein Problem. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Kommt in die Mitte. Nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Sie gehen dazwischen. Das ist natürlich ein guter Pass. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Ach komm, pfeift doch hier, pfeift doch wieder Elfmeter. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Die spielen hier wirklich am Limit, was den Einsatz angeht. Zu häufig, das war stark vom Torwart. Er hat den Ball. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Naja. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, vielversprechende Aktion. Er zieht ab. Tor. Da ist das Tor. Da machen sie es. Führung also in dieser Schlussphase. Und das, obwohl sie nur noch zu 10 sind. Und hat man das damit gerechnet? Obwohl sie natürlich dezimiert sind, machen sie hier weiter, als wäre nichts passiert. Führung, beeindruckend. Das ist Kampfgeist, das ist Teamgeist. Sie machen weiter Druck. Zahlt sich hier auch aus bei diesem Tor. Da waren sie diesen Tick schneller, vor allem gedanklich. Tor Nummer 3, vielen. So, und jetzt können wir ein bisschen wechseln, weil es auch der nächste fliegt. Ich habe ja, wie gesagt, 3 Elfmeter gegen mich bekommen. Der eine war drin. Aber wichtig ist, dass wir es. Also ich kann ja nicht wechseln. Warte mal, gibt es gegen eigentlich 5 Wechsel? Nee. Leider nicht. Aber egal. Irgendwie. Wir sehen den Wechsel. Das kann er pfeifen. Ja! Jetzt ist es aus. Schluss das sich, das ist das noch 6 Punkte. Heute. Die Gäste sind also der Sieger dieser Begegnung in der Liga. Sie holen sich hier diesen knappen Sieg in der Liga. Es war ein enges Spiel. Umso größer ist die Freude, dass es hier am Ende gepackt hat. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Ja. Du kriegst 3 Elfmeter gegen dich. Einer ist auf 2 verschießen sie, der dritte ist drin. Du verlierst nach 3 Minuten den Verteidiger. Du kriegst trotzdem, diese 3 Punkte. Also viel Glück dabei, muss ich sagen, heute. Aber wir haben, Hauptsache, wir haben gewonnen. So, nächster Gegner also der VfL Osnabrück. Mit diesem Sieg, was ganz, ganz wichtig war, sind wir wieder dran. Ein bisschen wieder raus aus dieser Zone, aus dieser Abstiegszone. Wie gesagt, da ganz oben brauchen wir gar nicht erst zu gucken. Wir haben momentan den Tabellenführer der SVW in Wiesbaden, aber die haben 13 Punkte. Wir haben jetzt 6 insgesamt. Wir konnten mit diesem Sieg, wenn es nämlich eine Niederlage gewesen wäre, wären wir mit 3 Punkten voll im Abstiegskampf gewesen. So holen wir uns diese Punkte und sind wieder ein bisschen mit dabei, was das betrifft. Zumindest, also es geht klar, 5 Spielen brauchst du noch gar nicht zu retten wegen Dings, irgendwas von Klassenerhalt reden. Das ist natürlich auch sowas für Ziel und ja, das ist das Wichtigste. So, gut.
Ja, dann würde ich sagen, mal feiern wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es gegen den VfL Osnabrück. Und da wollen wir natürlich den nächsten Dreier einziehen, um wieder ein bisschen was wegzukommen, nochmal weiter wegzukommen. Es geht rein wirklich um den Klassenerhalt. Und das ist unser großes Ziel. Bis dahin und tschüss.